Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Heute geht es um einen Kamerarucksack von der Marke K&F Concept. Ich werde euch zeigen, was nehme ich mit auf meinen Fotoausflügen, was halte ich von dem Rucksack und alles weitere nach dem kurzen Intro. Bis gleich. So, da haben wir den Koffer bzw. den Rucksack. Dieser ist von K&F Concept, wie man hier auf dem Logo auf der Frontseite sieht. Also hier wäre nochmal eine kleine Tasche, wo man zum Beispiel eine Arca Swiss Schnellwechselplatte reinstecken kann. Wenn man das Dreibeinstativ hier befestigen möchte, dann klippt man diese kleine Tasche nach unten und hier sieht man so eine kleine Einschubtasche. Dann nimmt man das Stativ, führt die einmal hier durch diese Seitenschlaufe durch und steckt praktisch ein Bein in diese Tasche, damit es praktisch darin guten Halt findet. Hier zieht man dann die Schlaufe von den beiden Beinen halt fest, damit das alles seine Festigkeit hat. Und schon hat man das kompakt an der Tasche. Ansonsten kann man zu der Oberfläche der Tasche nochmal sagen, also zumindest die grauen Bereiche, das sind wasserabweisende Nylonfasern. Haben wir hier unseren ersten Reißverschluss. Hier verstaue ich meistens Papiere oder einen Autoschlüssel, sonstiges, wo ich halt schnell rankommen kann. Weiter im Frontbereich der Tasche. Die ist, glaube ich, sogar für Notebooks und Tablets ausgelegt, die hintere, sodass man die halt mit dieser Lasche und dem Klettverschluss halt fixieren kann, damit da nichts rumrutscht. Das war es von dem Frontbereich. Kleiner Disclaimer am Rande, das ist kein gesponsertes Video. Die hier vorgestellten Produkte habe ich von meinem eigenen Geld gekauft. Ich möchte lediglich meine persönliche Meinung über diese Produkte mit euch teilen. Ja, das Gute ist daran, dass die Reißverschlüsse halt innen liegen. Also müsste man den Rucksack eigentlich erstmal abnehmen, um diese Tasche öffnen zu können. Ja, ein großer Vorteil wird vom Hersteller auch als diebstahlsicher angegeben. Ziehen die beide nach unten runter und klappen die Rückseite einmal auf. So, was haben wir hier alles? Als erstes muss man sagen, diese Zwischenwände, die sind halt sehr gut gepolstert, sind auch nicht zu weich. Also der hier ist zum Beispiel sehr starr, dass man den halt als Trennwand nutzen kann. Diese kleineren Zwischenteile, die kann man halt mit einem Klettverschluss an dieser Längswende, sage ich mal, dran kletten. Je nach Bedarf kann man halt die Größe anpassen und kann sich halt die einzelnen Fächer hier halt einteilen, wie man es halt braucht. Ich stelle euch einfach mal meine Sachen vor, wie ich dieses ganze Innere hier eingeteilt habe und fange am besten mal mit der Kamera hier an. Hier gibt es nochmal die Besonderheit, hier gibt es so ein elastischer Gummizug, den kann man halt rüberspannen, damit das Vorderteil der Kamera halt nicht hin und her schackert. So, in meinem Fall haben wir hier die Canon EOS M50 gepaart mit dem 16 mm 1.4er Objektiv von Sigma. Verziert ist das Ganze noch mit einem Metallkäfig von Smallrig. Hier befindet sich unter anderem eine Arca Swiss Schnellwechselplatte fürs Stativ oder, was ich euch später noch zeige, für den Schultergurt, wo ich die Kamera halt befestigen kann. Hier drunter befindet sich nochmal eine Arca Swiss Schnellwechselplatte. Das ist das Gegenstück zu dem Weebel S Gimbal, was ich in einem anderen Video euch schon mal vorgestellt habe. Daneben habe ich so ein kleines Fach eingerichtet für ein weiteres Objektiv, und zwar ist es eins von Canon, das Kit-Objektiv, was bei dem Bundle mit der Kamera dabei war, und zwar das 15 bis 45 mm. Das passt hier eigentlich ganz gut rein, liegt auch gut an. Haben wir hier ein etwas größeres Fach, das nutze ich teilweise, um Dreibeinstative zu verstauen.
In meinem Fall habe ich hier so ein biegsames Dreibeinstativ. Das kann man halt so, wie man es halt braucht, entweder für Smartphone nutzen. Und man ist da halt sehr flexibel, was die Füße angeht, weil man die halt in jede Richtung halt biegen kann. Je nach Winkel, den man braucht, kann man es einstellen. Oder auch hier hat man an diesem UFO-förmigen Kopf, das kann man halt hier lösen. Und dann hat man oben so einen Kugelkopf, den kann man auch noch frei bewegen. Und damit auch nochmal so eine Winkeljustierung machen, je nachdem, wie man es braucht. Ja, so viel dazu. Sehr hilfreiche Sache in manchen Situationen. Falls man sowas halt nicht benötigt auf seiner Fototour, kann man auch so Sachen für das Fach nutzen. Und zwar hier so ein Gimbal für ein Smartphone zum Stabilisieren seiner Aufnahmen. In diesem Fall wäre das das Mosa Mini MX. Das könnte man zum Beispiel auch für dieses Fach halt ausnutzen. Ansonsten kommen wir zum nächsten Fach. In diesem Fach habe ich all meine Filter. Hier haben wir zum Beispiel einen variablen ND-Filter von der Firma Polar Pro, der an meine iPhone 11 Pro Max Hülle gemountet werden kann über einen Bajonettverschluss. Weiter geht's mit Filtern. Hier haben wir nochmal einen Filter von Gobe bzw. Gobe. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Dieser Filter ist gedacht für das 15 bis 45 mm Objektiv von der Systemkamera. Und hier kann man, wie man sieht, halt auch sehr schön abdunkeln. So, jetzt wird es nur noch mal größer. Das ist noch ein weiterer Filter, auch wieder von Gobe, für das Sigma 16mm 1.4er. Wer hätte es gedacht, noch ein Filter, ein Pull-Filter. Des Weiteren haben wir noch ein Packenfilter. Ja, dazu komme ich aber, denke ich mal, zu einem anderen Video, was ich dann separat mache. Das ist halt ein bisschen spezieller. Das ist für die Drohne. Ja, das war's von der Filterecke. Gleich daneben haben wir nochmal einen Mikrofon-Windschutz oder auch umgangssprachlich im Fotobereich als Dead Cat bezeichnet. Das dient dazu, um starke Windgeräusche, wie man es halt bei manchen Aufnahmen halt kennt, wo es so extrem rauscht und unangenehm fürs Ohr wird, das kann man praktisch über das Mikrofon halt stülpen, damit diese Windgeräusche halt rausgefiltert werden. In meinem Fall benutze ich das Videomic von Rode. Das hat hier einmal einen Blitzschuh. Das kann man dann super auch oben bei der Canon M50 halt mounten. Weil das hat ja hier so eine Blitzschuhvorrichtung. Ich zeige euch das kurz mal. Kann man das hier so zack mounten, festschrauben und schon hat man ein akkurates Mikrofon. Wenn man dann halt Außenaufnahmen macht bei stärkerem Wind, dann kann man halt diese Dead Cat praktisch über das Mikrofon dann überstülpen und schon hat man die ganzen Sachen dann ausgefiltert. Dafür ist das gedacht. Dann haben wir in diesem Fach noch eine Halteschlaufe für den Arm, also fürs Handgelenk, Entschuldigung, weil ich halt nicht so ein Freund für diese Schultergurte oder Umhängegurte für Kameras bin. Also kann man sehr angenehm tragen. Das Material ist aus dem Bereich des Fallschirmsprings, also sehr reißfest, also da passiert nichts. Es fühlt sich gut an auf der Haut. Das Gegenstück, das ist hier so ein Clip-System, kann man halt hier einrasten. Hier ist auch nochmal das Logo von C-Rope. Ja, und dann kann man sich das halt normal ums Handgelenk machen. Wenn man jetzt weiß, dass man halt viele Aufnahmen aus der Hand jetzt schießt, dann finde ich persönlich halt so eine Halteschlaufe besser als so eine Umhängeschlaufe. Hier haben wir nochmal eine Gegenlichtblende. Ja, dann haben wir hier, wie man sieht, schon fast so eine Art Rakete. Aber das ist ein Blasebike, wo man halt, wenn man jetzt hier eine Linse hat, braucht man da nicht gleich mit dem Ärmel von seinem Pullover rübergehen über das Objektiv, was man teilweise gerne macht, wenn man nichts anderes dabei hat. Dann kann man jetzt erstmal versuchen, hier den Staub mit dem Blasebike zu entfernen. Dann kommen wir hier zur Mitte. Hier habe ich die DJI Mavic Mini Drohne. Also sie ist wirklich klein und kompakt, passt auch in jede Jackentasche.
Was ich halt bei dieser Drohne noch zusätzlich gemacht habe, ich habe mir hier diese Zusatz-Rotorblätter-Fixierung genommen. Es ist halt unten geschützt und oben geschützt. Es wackelt nichts, so wie es sein soll. Das soweit zur Mitte. Daneben haben wir dann die Fernbedienung von der Mavic Mini. Was ich mir zusätzlich hierfür noch geholt habe, um die Drohne halt ein bisschen feinfühliger steuern zu können. Standardmäßig bekommt man ja diese Steuersticks dazu. Die kann man hier draufschrauben. Ja, die sind ja hier unter dran geklipst. Und dafür habe ich noch, sieht man das hier? Hier an dem Reißverschluss. Hier oben. Ich mache das kurz mal auf. Und da habe ich mir nämlich noch mal so zwei Stück. Die kann man über ein Gewinde auch noch ein bisschen nach oben justieren, also dass sich es nach oben verlängert. Die Sticks sind einmal länger, dadurch erreicht man halt eine feinfühligere Steuerung. Das ganze Material ist halt kein Plastik wie die Standard-Sticks, sondern ist aus Aluminium und halt, wie man halt sieht, so goldeloxiert. Dann haben wir hier nochmal das Ladedock für die Drohne mit den drei Akkus. Diese Station kann man auch als Powerbank benutzen. So, dann haben wir den Bereich schon mal abgedeckt. Hier habe ich euch alles vorgestellt, wie ich das bei mir halt gepackt habe. Wie gesagt, diese Zwischenteile, auch diese Wände, die kann man variabel verstellen, wie man es halt haben möchte. Je nach Größe der Sachen, die man halt hier reinpacken möchte. Aber eine schöne Geschichte, weil es überall rundum schön gepolstert, das Ganze. Es ist stoßsicher. Dieses ganze Verpackungsmaterial, das spart man sich durch diesen einen Rucksack. So, was haben wir in dem Bereich noch? Wenn man Besitzer einer Drohne ist, sollte man immer den Versicherungsschein mit sich führen. Den habe ich praktisch hier oben drin. Hier haben wir nochmal eine Besonderheit. Hier haben wir eine transparente Seitentasche mit einem Reißverschluss. Das Ganze ist halt verstärkt durch so eine Wabenstruktur. Hier sieht man das geordnete Chaos, was sich da drin befindet, sage ich mal. Und ja, also hier bewahre ich meistens meine Kabel auf. So drei Paar Propellersets, Linsenreinigungstücher, zwei weitere Ersatzakkus für die Systemkamera. Hier ist nochmal ein wichtiges Zubehör für das iPhone, wenn man das VideoMic von Rode benutzen möchte. Und zwar hat man hier einmal den Lightning zu Headphone Jack Adapter in weiß und dann einmal das SC7, also S wie Siegfried, C wie Cäsar, 7 Kabel von Rode, ein USB zu Micro-USB-Kabel. Ach ja, wie gesagt, immer schön aufheben, Feuchtigkeitsabsorber und einfach überall in die Taschen werfen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Das war's von der Seitentasche. Eine gelungene Idee. Man sieht das Chaos, was sich drin befindet, und man erspart sich halt den Griff da rein, wenn man von vornherein sieht, dass es nicht drin ist. So, da sind wir auch schon wieder. Nun zu dem versprochenen Feature, womit ich diesen Rucksack auch nochmal um ein weiteres Mal aufgewertet habe, meiner Meinung nach. Für mich unverzichtbar, weil es halt sehr hilfreich ist. Und zwar geht es um dieses Item. Dieses Item ist halt nicht bei dem Rucksack dabei. Wie gesagt, es ist separat erhältlich, aber eigentlich sehr sinnvoll. Und es hilft einem ungemein weiter, wenn man jetzt beim Fotografieren einmal kurz die Kamera ablegen möchte, um irgendwas anderes zu machen. Und man will es jetzt nicht irgendwo auf dem Boden platzieren oder den Rucksack abnehmen und in den Rucksack packen oder auf den Rucksack. Man kann die Kamera einfach nehmen. Hier, wie vorhin schon gesagt, habe ich hier nochmal zusätzlich eine Arca Swiss Schnellwechselplatte installiert. Also einmal hier die untere für das Gimbal und hier an der Seite, das ist praktisch für dieses Gadget hier gedacht. Und diese hier in diesem Item von oben nach unten ein Raster. Damit habe ich die Kamera schnell und einfach gesichert und ich habe beide Hände frei. Ich finde diese Lösung einfach sehr praktisch. Zum Lösen der Kamera
fassen wir sie an einem Ende an, betätigen diesen roten Arretierungsschalter und schieben die Kamera nach oben raus. Und schon können wir wieder weiter knipsen. Falls euch eines der Produkte interessieren sollte, könnt ihr mich gerne nochmal ansprechen. Ich kann darüber auch nochmal ein separates Video machen. Unten in der Beschreibung findet ihr auch nochmal alle Links zu den heute vorgestellten Produkten, die ich mir über die letzten Monate alle nach und nach angesammelt habe, von denen ich auch persönlich sehr überzeugt bin, weil sie mir sehr weitergeholfen haben. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Für Kritik bin ich immer offen. Für Lob natürlich auch. Ihr könnt es mir mit einem Daumen hoch zeigen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche zu einem neuen Technikvideo auf meinem Kanal. Euer Jens. Ciao.